Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Ja, nach der XXXXXXL-Version von letzter Woche fassen wir uns in dieser Bücherwoche vielleicht mal ein bisschen kürzer. Ich garantiere für nichts, denn es sind vier Bücher zusammengekommen, wovon eins abgebrochen wurde. Und tatsächlich ist mir erschreckend aufgefallen, dass kein haptisches Buch diese Woche dabei ist, was wohl ein bisschen damit zu tun hat, dass ich seit ein bisschen was über einer Woche, also schon in meinem Urlaub, ich Schmerzen im Unterarm habe und sich das bis zur Hand vorzieht und ich mittlerweile auch schon im CT drin war und da jetzt auch in der Abklärung bin und alles nicht so einfach, wie es irgendwie auf den ersten Blick aussieht. Und ich in der Bücherwoche eben meine Probleme hatte, ein echtes Buch zu halten, also was wirklich Gewicht hat. Natürlich kann man dann auf der Couch sich das irgendwie hinlegen, aber mir war das dann doch manchmal ein bisschen zu unbequem und dann bin ich eben auf die digitalen Bücher zurückgekommen, sowohl ein Hörbuch als dann eben auch drei E-Books. Und das war soweit auch ganz in Ordnung. Ich möchte ganz zu Beginn, bevor wir über Bücher und so sprechen, ihr findet natürlich die Zeitstempel unten in der Infobox, ich möchte euch etwas ganz besonders Süßes zeigen, was seit der Woche sozusagen bei mir im Garten wohnt. Und ich musste einfach ein paar Bilder und ein Video reinpacken und genießt einfach mal, was ich den ganzen Tag jetzt sozusagen in meinem Garten beobachte. Babyeichhörnchen. Oh. Ja, also ich finde das total knuffig. Wir haben vier Kleine in unserer Tanne. Irgendwo wird auch eine Mama sein. Ich hatte schon in Vermutung, dass wir tatsächlich Eichhörnchenbabys bekommen. Also das klingt jetzt sehr komisch, weil ich eben immer schon ein Eichhörnchen beobachtet habe, das in die Tanne gegangen ist und da irgendwie nicht mehr rausgekommen ist. Und ich schon dachte, Mensch, wird die da nicht irgendwie vielleicht ihre Babys im Grunde unterbringen? Und dann sind sie eben eines Tages flügge geworden, sind jetzt auch wirklich jeden Tag unterwegs. Man sieht nicht immer alle vier gleichzeitig, aber wir haben jetzt auch spezielles Eichhörnchenfutter gekauft und haben das natürlich so ein bisschen verteilt und ich beobachte die so gerne und ich dachte, ach, so was Schönes muss man in diesen Zeiten auch einfach mal teilen und ich hoffe, ja, es hat euch ein bisschen gefallen. Kommen wir aber jetzt zu den Büchern, bevor ich dann auch ein bisschen was zu den fantastischen Tierwesen erzählen werde. Da habe ich euch ja den Clip in der letzten Woche rausgeschnitten, den werde ich heute einfügen. Und ich habe auch der Original Staffel 5 beendet und möchte da auch noch ein Fazit dazu abgeben. Aber erstmal die Bücher. Angefangen hat die Woche mit dem abgebrochenen Buch Kissing Chloe Brown von Talia Hibbert. Weiter ging es mit dem Hörbuch Lauf, Wiegald, Lauf von Wiegald Boning. Mein englisches Buch für den Monat April kann ich mit Sky Hunter von Mary Lou auch abhaken. Und Stephen King durfte uns Ende April auch noch begleiten, nämlich mit Das Leben und das Schreiben für den King im April, der jetzt ja nun auch vorbei ist. Aber wir beginnen natürlich chronologisch mit dem ersten Buch und das ist tatsächlich ein Abbruchbuch. Es ist Kissing Chloe Brown von Talia Hibbert. Ist, glaube ich, in der Rache letztes Jahr November, Dezember irgendwie aufgefallen, dass es dann schon ein Jahr alt war. Und mir war, nachdem es mir armtechnisch eben nicht so gut geht, auch ein bisschen nach was Leichten und Lockeren. Und ich fand auch das Cover tatsächlich richtig schön, weil es einfach mal was anderes ist. Es ist locker und leicht und verspielt. Und es ist der Auftakt einer Reihe. Band 2 ist auch schon erschienen und der dritte erscheint, weil ich das gesehen habe, in Deutschland auch im Sommer diesen Jahres. Wir treffen auf die Protagonistin, die eben Chloe Brown heißt, die eine sehr schwere Krankheit hat, die noch eine relativ junge Frau ist. Sie hat aber eine Krankheit, die ihr nicht so richtig geglaubt wird, obwohl die Krankheit bei ihr sehr starke Schmerzen verursacht und es auch sichtbare Symptome gibt.
gegen die sie dann eben auch immer kämpft und da auch irgendwie für sich und ja im Grunde stark sein möchten. Sie trifft dann, als sie umzieht, auf Redford, der ist, ja, sie zieht im Grunde von zu Hause aus in eine eigene Wohnung. Sie trifft dann auf Redford, der immer sehr freundlich zu ihr ist und hilfsbereit. Er ist auch der Hausmeister in dieser Wohnanlage und auch irgendwie einer ihrer Nachbarn, also er wohnt auch mit dort. Allerdings, ja, merkt man seinem Gemüt relativ schnell an, dass es eine gewisse emotionale Schwere bei ihm hat und ja, wie die beiden da eben so ein bisschen, ja, dann miteinander beginnen, sich kennenzulernen, Freundschaft, Liebe, das ist so ein bisschen die Geschichte, eben mit dieser eigentlich starken, mit diesem eigentlich starken Frauencharakter der Chloe Brown. Ich habe das Buch nach, ja, so ungefähr 25% abgebrochen, das sind ungefähr 100 Seiten. Es war doch ganz anders, als ich es irgendwie erwartet hatte. Der Start wirkte noch ein bisschen wie eine romantische Komödie, wie man es auch oft von Filmen natürlich kennt, doch es flachte wahnsinnig schnell ab. Also vielleicht so keine 20, 30 gelesenen Seiten war das irgendwie weg und dann ging auch irgendwie diese Lockerheit verloren. Ich fand die Perspektivwechsel der beiden ganz okay, habe aber keine Unterscheidung im Erzählstil irgendwie finden können, was ich ja sehr schade finde, gerade wenn man eben auch noch verschiedene Geschlechter hat, wo ich einfach sage, ein Mann denkt für meine Begrifflichkeiten eben einfach anders als eine Frau. Man drückt sich in der Regel auch irgendwie anders aus und ich fand es ein bisschen schade, dass man da keine Unterschiede gemerkt hat. Ich wurde leider mit den Charakteren nicht so richtig warm. Es sind ja erwachsene Menschen, Charaktere und auch schon ein bisschen älter. Aber ich fand es gerade bei Chloe schon sehr naiv, wie sie durch die Welt gegangen ist. Sie war auch sehr pubertierend, was so ihre sexuellen Gedanken und Fantasien anbetrifft. Das fand ich auch ein bisschen störend, dass man so beginnt, direkt schon da irgendwie, also das ist einfach nicht meins. Ich lese keine erotischen Romane und finde das in Liebesgeschichten bis zu einem gewissen Fortschritt der Liebesgeschichte in Ordnung, aber wenn es dann so explizit wird, dann ist das einfach nicht so richtig meins. Es ging mir auch einfach viel zu schnell. Also die sehen sich, die lernen sich kennen und schon offenbart sie uns ihre Gedanken und ich dachte, naja, also mach mal ein bisschen langsam. Der Schreibstil war okay, er war auch gut ausführlich, wirkte aber doch ein bisschen, ja, belanglos ist so gemein und er wirkte auch ein bisschen langweilig. Ach, es hat für mich so das Besondere etwas gefehlt. Auch wie Chloe Brown eben ja mit ihrer Krankheit umgeht, wie sie darauf reagiert. Sie sollte ja, also das sollte ja auch so irgendwie das Thema sein und ach, das hat sie für mich irgendwie nicht richtig gut rübergebracht. Also sehr, sehr schade, aber ist vom Sub befreit. Ja, ich möchte da auch gar, also na, man kann natürlich sich auch lange aufhalten über irgendwas. Es gab jetzt nichts Explizites, außer vielleicht diese erotischen Fantasien, die ich ein bisschen störend empfunden habe, gerade weil sie so zu Beginn der Geschichte auch irgendwie schon dabei waren. Gibt es jetzt nichts, was ich so kritisieren kann. Ich fand es einfach nur ein bisschen langweilig und hatte irgendwie was anderes erwartet. Und ja, dann ging es eben einfach mit dem nächsten Buch weiter. Und beim nächsten Buch, beziehungsweise Hörbuch, das mich auch so fast die ganze Woche begleitet hat, handelt es sich dann um Lauf, Wiegald, Lauf von Wiegald Boning. Habe ich zufällig bei BookBeat gefunden, war dann auch das letzte Hörbuch, was ich sozusagen in meinen 2 Probemonaten gehört habe. Ich kenne natürlich Wiegald Boning aus verschiedensten Quiz-Sendungen, Wissensshows, habe ich früher alles super gerne geschaut. Ich kenne ihn natürlich auch von den Doofen. Und wer sich dann noch an das Lied Mief erinnert, das war einfach nur großartig. Da denkt man dann, ne? Ja, also da hat er ja bei Samstagnacht auch mitgemacht. Und ja, er spricht dieses Hörbuch auch selbst. Das hat mir einen großen Spaß gemacht, ihm hier zu lauschen, weil ich ihn als sehr sympathisch empfinde. Und man merkt eben hier auch so dieses Authentische, wenn eben der Autor in so einem Art Buch dann eben auch das Buch selbst spricht. Ja, im großen C-Jahr 2020 überlegt sich der schon viel Läufer, würde ich sagen, Wiegald Boning, ob er nicht jede Woche auch einen Marathon schafft. Er setzt sich als Ziel, jeden Tag zu laufen und eben an einem Tag in der Woche auch die 42 Kilometer zu laufen und zu schaffen. Und da habe ich echt gedacht, irre, was muss hier an Motivation dahinter sein, an Begeisterung, an ja einfach wirklich Motivation, dass er das sich vornimmt und auch erreichen möchte. Und Wiegald Boning nimmt uns jetzt das ganze Jahr im Grunde mit, erzählt viel über seine Laufrunden, Lauferfahrungen, was er beim Fernsehen dann auch so ein bisschen macht, wenn er denn jetzt dann Sendungen hat, die eben in 2020 doch mehr ausgefallen sind, welche Projekte ihn nebenbei begleiten, erzählt auch ein bisschen was aus dem privaten Nähkästchen über sich und seine Familie und
ja, über all das spricht er im Grunde in einer Art Buch, wo er schon auch jede Woche uns irgendwas zu dem Marathon erzählt. Mich konnte Wiegald wirklich super gut unterhalten. Ich fand es richtig toll, wie er seine Laufbegeisterung rübergebracht hat, wie er seine Motivation immer wieder erklärt hat, wie er auch über Schmerzen und körperliche Gebrechen gesprochen hat und sich dann trotzdem wieder motiviert hat, bis zu einem gewissen Grad. Der Sprachstil von Wiegald ist, wie man es kennt, sehr locker, sehr leicht, flüssig und ich fand auch tatsächlich, weil er es eben selbst vorliest, richtig perfekt. Es war eine tolle Mischung, hat hier wirklich sehr spannend auch erzählt, also dass man auch weiterhören wollte und das Ganze aber wirklich locker, leicht und einfach mit so, ja, mit so einem Grinsen im Gesicht. Also, ne, wie heißt das, wenn man so spitzbübisch schaut? Ja, er erzählt auch viel aus dem Privatleben, auch aus seinem Arbeitsleben. Das fand ich auch interessant, so ein bisschen hinter die Kulissen vom TV zu schauen. Und natürlich auch, wie es so mit seinen Kindern ist, mit seiner Frau, auch was die davon hält, von seinem Vater, der das auch so ein bisschen anzweifelt mit dem Marathon. Und was man aber wirklich durchgängig merkt, ist seine Laufbegeisterung und dass die sehr ansteckend ist. Jetzt bin ich ja auch jemand, der gerne spazieren geht, wandern geht, rausgeht und ich konnte viele, ja, Motivationsgedanken definitiv nachvollziehen, was einen antreibt, morgens im Grunde sich anzuziehen, zu sagen, so, jetzt gehe ich wandern, jetzt gehe ich spazieren, aber ich könnte mir nicht vorstellen, einen Marathon zu laufen. Also ich finde 42 Kilometer in der Woche durchaus vielleicht vorstellbar. Vielleicht jetzt so in einem Nordic Walking Stil, jeden Tag irgendwie so 6 Kilometer. Ja, das könnte ich mir irgendwie noch vorstellen. 42 Kilometer am Stück, das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich das nicht irgendwann mal mache, weil man sagt ja niemals nie. Aber ich, vielleicht fängt man mal mit einem Halbmarathon an, aber ich fand das schon echt heftig und auch wie er das beschreibt, auch wie es ihm dabei dann oftmals körperlich geht, also wenn er dann von den Problemen beschreibt, auch das so mit dem Familienleben unterzubekommen, weil das ist natürlich auch viel Zeit, die er investiert, irgendwann kommen dann auch körperliche Schmerzen dazu vom Laufen, unabhängig davon und das ist natürlich schon heftig. Er erzählt uns auch ein bisschen was zu den Umgebungen, in denen er läuft. Hier hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Also er erzählt schon häufig, dass er jetzt dort und dort ist, aus dem und dem Grund und dort läuft. Ich hätte mir vielleicht sogar noch ein bisschen gewünscht, ein bisschen mehr zu erfahren, wie das dort aussieht, wie die Laufgegebenheiten waren, was er anderes gesehen hat, erlebt hat. Vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen wissenschaftlicher, wie es seinem Körper vorher ging und nachher ging, was es vielleicht tatsächlich auch in seinem Körper gemacht hat, also von Blutwerten und so weiter. Er spricht manchmal über das Gewicht, aber das, ja, hätte es für mich nicht gebraucht, das finde ich gar nicht so relevant. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber sonst hat mich das Buch wirklich sehr gut unterhalten, ein bisschen motiviert, dann doch öfter zu sagen, so, der innere Schweinehund wird jetzt bekämpft und zack, wir gehen jetzt eine Runde raus und ja, das schafft dieses Buch definitiv. Ich habe auch bei der lieben Jasmin Zipperling auf Instagram gesehen, dass sie direkt motiviert war, irgendwie auf den Stepper oder aufs Laufband zu gehen. Da musste ich auch sehr schmunzeln und dachte, ja, ich glaube, dazu kann einen das Buch schon bringen, aber zu einem Marathon bringt es mich, glaube ich, nicht. Aber ich habe dem auf jeden Fall super, super gerne gelauscht und kann es sehr empfehlen. Da es mit den echten Büchern in dieser Woche nicht so geklappt hat, dachte ich, ja, jetzt schaust du dir mal deinen englischen E-Book-Sub an und ich habe das neue Buch von Mary Lou entdeckt. Was heißt neu? Ich glaube, das Buch ist schon 2019 erschienen. Ich habe mir das im März, glaube ich, geholt. Es ist der erste Teil der Sky Hunter Dilogie. Der zweite Teil ist auch bereits erschienen. Das ist Steel Striker. Und ich finde nirgendwo Informationen, ob dieses Buch irgendwie mal im Deutschen erscheint oder nicht. Ich gehe davon aus, hätte es irgendwie eine deutsche Version, wäre das in Planung, hätte man das auf den Verlagsseiten, wo Mary Lou sonst eben auch veröffentlicht wurde, schon irgendwie gefunden. Ich kann also im April abhaken, dass ich das englische Buch eins im Monat sozusagen erledigt habe. Mich hat das Cover sehr, sehr, sehr angesprochen. Und auch die anderen Bücher, die ich von Mary Lou schon gelesen habe, egal ob Young Elite oder auch Warcross. Legend habe ich, glaube ich, noch auf dem deutschen Sub, oder habe ich das überhaupt? Oder auf der Wunschliste, müsste man so sagen. Und ja, die Bücher haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ja, so habe ich ein bisschen in den Klappentext gelesen und ja, wir treffen hier in der Geschichte auf Talyn. Sie ist eine Geflüchtete und sie wird zur Elite-Streitmacht als Stürmerin erschafft.
schaffen? Nein. Also sie lässt sich dazu ausbilden und wird dann eben auch die letzte freie Nation Mara im Grunde verteidigen. Talin war ein Flüchtling und hat Schreckliches in der Föderation erlebt. Zudem ist sie mittlerweile stumm und spricht auch überhaupt nicht mehr. Wir haben hier die Föderation, die eine sehr schreckliche Armee hat und auch mutierte Monsterhybriden, ich würde es so übersetzen, im Grunde zur Unterstützung dabei hat. Und die müssen eben von den freien Nationen noch bekämpft werden. Diese sind bekannt als Ghosts. Ich möchte das, oder ja, ich habe das tatsächlich, also auch Englisch im Kopf, ich fand da irgendwie Geister ein bisschen unzutreffend, aber ich glaube, hier ist dann manchmal Deutsch und Englisch im Kopf gedanklich schwierig, aber ja. Diese Allianz versucht jetzt eben sich gegen diese Föderation aufzulehnen und hat sich eben geschworen, dass sie jetzt hier bis zum Ende die freien Völker Mara in dem Fall auch beschützen. Doch bei einem Einsatz der Armee, wo auch Talin mit dabei ist, treffen sie auf einen Mann, von dem ihre Gruppe nicht weiß, ob er ein Spion ist, ein feindlicher Soldat oder ob er vielleicht sogar dabei helfen kann, den Krieg irgendwie zu beenden. Und Talin schließt dann eine besondere Freundschaft mit ihm, mit Red, und fasst auch schnell Vertrauen in ihm. Und ob dies berechtigt ist und wo das so hinführt, das muss man dann selbst so ein bisschen lesen. Wir haben hier eine Jugend-Science-Fiction-Dystopie-Geschichte, die wirklich ganz, ganz toll war. Sie hat mich sehr gepackt, sehr gefesselt und für eine Jugend-Dystopie fand ich es wirklich richtig großartig. Es sind auch innovative Elemente enthalten, die mich sehr gepackt haben und ich auch sehr positiv sozusagen wahrgenommen haben. Ich bin sehr gut in die Geschichte reingekommen, das Englisch war tatsächlich okay. Ich bin zum Glück hier nicht perfektionistisch veranlagt und muss jedes Wort verstehen. Mir reicht es oft, wenn ich in einem Satz oder nach zwei Sätzen so verstanden habe, um was es geht. Also ich kann das ganz gut unterscheiden, ob ich Englisch lese oder Deutsch. Im Deutschen möchte man ja schon jedes Wort wahrnehmen und verstehen. Da gucke ich auch mal Fremdwörter nach. Im Englischen kann ich das ganz gut überfliegen oder eben nicht eins zu eins übersetzen. Das übersetzt sich ja dann irgendwie wann automatisch im Kopf. Und da ist mir tatsächlich eher wichtig, dass ich verstanden habe, um was es geht, als jedes Wort. Natürlich schaue ich da durchaus auch mal ein Wort nach, wenn das vielleicht auch öfter auftaucht und ich denke, es wird jetzt irgendwie wichtig. Und dann gibt es ja die wunderbare Funktion des Wörterbuchs auch im E-Book-Reader und die nutze ich dann natürlich. Ich bin aber tatsächlich sehr gut reingekommen. Ich finde es ein sehr angenehmes Englisch. Es ist jetzt nicht sehr hochtrabend. Es hat wirklich so einen Jugendbuchstil und da fand ich wirklich auch die Zusammenhänge gut erkennbar und verstehbar. Die erschaffene Welt von Mary Lou hat das einzige Problem für mich, dass sie zu nah gerade an unserer Welt so ein bisschen ist und uns zeigt, wie viel schlimmer es vielleicht noch kommen könnte. Und das war schon immer etwas, was so im Nacken sitzt und man sich denkt, ist Dystopie gerade das Richtige? Ja, sind wir gerade, also irgendwie in einer Art Dystopie, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber man merkt natürlich schon, dass es einfach eine Fantasy-Welt ist, dass dort einiges anders ist und dann kann ich das auch ganz gut voneinander abgrenzen. Der Schreibstil von Mary Lou ist wie bekannt packend und sehr, sehr fesselnd. Es war sehr intensiv beim Lesen und ich fand auch, dass sie es wirklich schafft, sehr nah an der Handlung zu erzählen. Man merkt, und das habe ich im Nachgang erst gelesen, dass Mary Lou wohl selbst Erfahrungen hat, was eben Flucht angeht und Ähnlichem und dass sie da definitiv schon eigene Erfahrungen und Gefühle einbringt. Und ohne es das vorher zu wissen, finde ich, hat man schon gespürt, dass sie eine ganz besondere Nähe zu Talin hat. Und mit dem Hintergrundwissen, dass ihr das in irgendeiner Art und Weise selbst passiert ist, das finde ich, spürt man, ist sehr eindringlich. Und dass ihr das eben nicht erspart blieb, sondern sie aus eigener Erfahrung erzählt. Die Charaktere fand ich sehr, sehr, sehr besonders. Sie waren toll aufgebaut, eingearbeitet. Sie hatten Tiefgang, sie hatten Entwicklungen und sie haben eine richtige Persönlichkeit bekommen. Das hat mir super gut gefallen. Talin ist stumm. Und als sie eben dann auch auf Red trifft, der nicht ihre Sprache spricht, beziehungsweise also die sich nicht so richtig kommunizieren können, zeigt es eben dann doch, welche andere Kommunikation
Kommunikationsarten wir so haben und wie man eben einfach offen für solche Dinge sein sollte. Und das fand ich eine richtig schöne Geschichte, so in der Geschichte. Und trotz ihrer Behinderung lässt sich Tallinn eben auch überhaupt nicht aufhalten, ist stark, ist mutig und sie zeigt uns, dass alles möglich ist. Es ist ein wirklich toller, starker, weiblicher Charakter. Sie ist auch sehr unerschrocken, aber, und das finde ich immer gut, ist, dass sie eben auch Gefühle hat, die eben auch mal mit Ängsten zu tun haben, mit Zweifeln. Und das macht sie für mich sehr echt und sehr authentisch. Es gibt ja nichts Schlimmeres als die klassischen Frauencharaktere, die ja auch noch so vor 10, 15 Jahren geschaffen wurden, die gefühlt so überhaupt keine Gefühle haben, sondern nur stark und tough sind und durch die Welt laufen. Und man denkt sich, oh, wer hat die denn irgendwo rausgelassen? So ist Tallinn definitiv nicht. Auch die Nebencharaktere sind sehr besonders und stark erzählt und man merkt schon richtig, dass sich da Mary Lou auch sehr viele Gedanken gemacht hat. Sehr ins Herz geschlossen habe ich neben Tallinn auch Jiren. Da bin ich wirklich, der hat jetzt so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Wir haben ja natürlich, es ist ein Jugendbuch, auch so ein bisschen eine Art Romanze, Liebesgeschichte und die wird hier schon sehr anders erzählt und blüht trotz schwerer Möglichkeiten der Kommunikation wunderbar auf und es ist ein wunderbares Miteinander, steht aber nicht vordergründig in der Geschichte. Für mich war leider der Mittelteil nicht ganz so packend wie der Start und das Ende. Ich fand, dass sich Mary Lou hier manchmal in ihrer eigenen Geschichte verloren hat und es an mancher Stelle auch ein bisschen vorhersehbar war. Es wurde gegen Ende auf jeden Fall wieder spannend und ich werde den zweiten definitiv lesen. Aber hier hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass einfach vielleicht nochmal eine Wendung kommt oder was Überraschendes kommt oder sich vielleicht auch ein bisschen kürzer gefasst wurde. Aber ja, da verlor sie sich so ein bisschen. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Liegt natürlich auch einfach daran, diese Vorhersehbarkeit, weil es eben auch nicht die erste Jugenddystopie ist, die ich lese und man natürlich schon vieles in der Dystopie, in der Science Fiction auch gelesen hat und da so ein bisschen erahnen kann, was da irgendwie passiert oder ja, im Grunde folgt. Und aber alles in allem eine wirkliche Empfehlung von mir. Jeder, der sich an ein englisches Jugendbuch herantrauen möchte, der sollte hier keine Bedenken haben und mich hat Mary Lou hier wieder sehr, sehr begeistert und ich freue mich sehr, 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 sehr auf den zweiten Band. Und als letztes Buch haben wir dann auch das letzte Buch im King im April. Es ist das Leben und das Schreiben von besagten Stephen King. Und ich kann schon so viel sagen, es ist ein Highlight-Buch. Ja, wir haben jetzt das letzte Buch King im April. Ich habe ja mit meiner Freundin die zwei Novellen gelesen. Ich habe einen Chohil gelesen und jetzt eben auch das Leben und das Schreiben. Es ist eine Art Audiobiografie gemischt mit Schreibratgeber, Schreibtipps. Und ich muss hier echt sagen, man hat hier wirklich alles. Es beginnt tatsächlich in der Geschichte oder in dem Buch damit, dass er uns von seiner Kindheit erzählt, von seiner Jugend, wie er seine Ehefrau kennengelernt hat. Er erzählt über seine Familie, über seine Mutter, Bruder, dann eben auch über seine eigenen Kinder. Und er erzählt hier sehr viel Privates von Drogen, Alkohol, Suchten, über Unfälle und so weiter. Und dann natürlich auch von seinem Schreiballtag, also wie er sich jeden Tag motiviert, wie er jeden Tag arbeitet, was es mal für Ausnahmen gibt. Und so im Mittelteil fängt er dann an, wirklich Schreibtipps zu geben, wo er gute Texte hernimmt, Beispiele daran zeigt, aber auch schlechte Texte nimmt und auch darüber erzählt. Natürlich auch, dass er nicht unbedingt immer ein Engel ist und auf seinem Korrektorat hört oder auch nicht auf seine eigenen Tipps, gehört wohl manchmal einfach dazu. Und das macht er auf sehr lockerer und leichter Art. Und das, muss ich echt sagen, hat hier für mich zu einem Highlight geführt. Ein Buch, was definitiv noch als haptisches Buch bei mir einziehen würde. Würde ich Stephen King im Buch Stevie genannt nicht schon toll finden und ihn als Autor wirklich lieben, spätestens nach diesem Buch wäre ich verliebt und wirklich hin und von ihm gerissen, also das muss ich tatsächlich sagen. Er macht einen super sympathischen und authentischen Eindruck, er schreibt sehr locker über sein Leben, über all die Dinge, die ihm in der Kindheit und Jugend eben auch passiert sind. Natürlich lassen sich manche Dinge nach hinten besser erzählen, man glorifiziert ja durchaus auch mal Vergangenes, das finde ich aber gar nicht schlimm. Ich glaube, dass er das hier sehr gut unterscheiden kann und ihm geht es sehr oft wie mir, dass er nur Stichprobenerinnerungen hat, Stichpunkterinnerungen hat und mir das tatsächlich auch in der Jugend und in der Kindheit so geht, dass dann nicht immer alles so ganz klar und deutlich ist, wie ja viele Leute erzählen können, was sie irgendwann mal in der 7. Klasse mittags gegessen haben. Da denke ich mir, habe ich überhaupt in der Mittagspause gegessen? Also ja, die Schreibtipps von ihm
Fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Er stellt auch zu Beginn die Frage oder sagt im Grunde, dass er eigentlich von Schreibbüchern gar nichts hält, beziehungsweise von den Menschen, die im Grunde Schreibtipps geben. Für ihn ist so ein bisschen eigentlich das Motto, wer viele Romane verkauft hat, hat auch etwas Lohnendes zu erzählen. Und da musste ich ihm zu Beginn direkt zustimmen, weil ich auch so dachte, es gibt ja tatsächlich viele Schreibratgeber, wenn man sich dann nach dem Autoren danach umschaut, wo man denkt, er hat ja eigentlich noch gar nichts anderes gemacht, außer Ratgeber geschrieben. Jetzt ist das natürlich auch Bücher, aber ja, vielleicht muss man auch kein viel verkaufter, gekaufter Autor sein, um Tipps geben zu können. Ich meine, über Routinen und so kann man natürlich auch jederzeit sprechen, weil man natürlich weiß, dass Routinen in der und der Form für Autoren vielleicht gut funktionieren. Aber ich konnte ihm da irgendwie gedanklich zustimmen und sagen, ja, jemand, der viel verkauft hat, der vielleicht auch viel einfach beendet hat, dass der wirklich etwas Lohnendes zu erzählen haben. Und auch ganz schön fand ich dann so seinen Tipp, dass es nicht wichtig ist, wie viel du hast, also an all diesen Begabungen zum Beispiel, sondern wie du es nutzt, wie du es benutzt. Und das fand ich tatsächlich auch spannend, denn mit all dem Wissen, das ich jetzt nach diesem Stephen King Schreibratgeberbuch habe, würde ich immer noch nicht sagen, dass ich genug wüsste, um ein Buch zu beenden. Und ich tatsächlich eher jetzt ehrfürchtiger denn je bin und denke, puh, also wenn das die Erwartungshaltung an mich als vielleicht irgendwie wann mal Autorin ist, dann werden meine Bücher, glaube ich, nie erscheinen. Und ja, auch hier soll man natürlich niemals nie sagen. Stephen King hat einen wahnsinnigen Humor. Das weiß man nicht nur seit seinen Büchern, sondern man merkt es auch hier. Er nimmt sich selbst nicht so ernst und ich, oder wir, meine Freunde und ich, haben unglaublich viel gelacht und uns auch bei der Vorstellung, wie er da sitzt und diese Geschichte, dieses Buch schreibt, konnten wir uns einfach lebendig ganz, ganz toll vorstellen. Er sagt so schön, nämlich habe ich so ein paar Sachen rausgeschrieben, dass Schreiben menschlich ist, während Lektorieren göttlich ist. Und das war wirklich was er immer wieder angebracht hat, dass er das Göttliche eben auch nicht immer zum Rat heranzieht, obwohl er das ja tatsächlich eigentlich müsste. Dann ging es auch so ein bisschen um Buchlängen. Und da sagt er so schön, je kürzer das Buch, desto weniger Blödsinn steht drin. Spricht natürlich manchmal gegen seine eigenen dicken Werke sozusagen und fand ich tatsächlich ganz humorvoll. Es ging dann eben auch um die Seitenanzahl von Büchern, dass eben dicke Bücher ja scheinbar ganz viel Wissen und Gutes innehaben. Und da hat er dann auch schon mal schön gesagt, so manches episches Werk ist nicht mehr als epischer Müll. Das lässt man sich mal auf der Zunge zergehen. Da hat er schon tatsächlich auch was Wahres gesprochen. Es gibt viele dicke Klassiker-Romane, wo wirklich irgendwas hineininterpretiert wird, wo man sich eben fragen kann, naja, ist das Kunst oder kann das weg, um es mal so zu sagen. Und dann fand ich sehr lustig, da hat er darüber gesprochen, weil er ja wirklich sehr regelmäßig Bücher herausbringt, regelmäßig etwas fertig bekommt, dass ihn immer sehr wundert, dass es eben manche Autoren gibt, die nur sehr wenige Werke in ihrem Leben geschrieben haben. Also er hat auch verschiedenste Beispiele angeführt und dass es eben ja Autoren gibt, die nur das eine Werk hatten oder wirklich nur 5, 6 Bücher über ihr ganzes Leben geschrieben haben. Und er sich da fragt, was machen diese Autoren eigentlich nebenbei? Ob die wohl Teppiche knüpfen? Und das war wirklich super lustig rübergebracht und dass er eben sagt, Mensch, wenn man so eine Gabe hat, so ein Talent, warum man das dann eigentlich verschwendet, indem man nicht schreibt. Und natürlich denken wir vielleicht auch alle an das Interview zwischen ihm und George R. Martin, findet man auch auf YouTube, der ja gefühlt schon 10 Jahre auf den 6. Band von Das Lied von Eis und Feuer auf sich warten. Das sind das 10 Jahre? Ich könnte sein, ne? Und er dann ihn ja auch mal gefragt, sag mal, was machst du denn eigentlich? Warum schreibst du denn nicht weiter? Deine Fans wollen doch hier weiterlesen. Und dass das Stephen King gar nicht verstehen kann, das merkt man auch hier in diesem Buch. Und was machen die eigentlich? Knüpfen die Teppiche? Das fand ich einfach großartig. Nicht nur, dass er uns viele Tipps gibt, sondern auch er packt auch sehr viele Weisheiten zum Schreiben und Leben hinein, ohne... Ja, und das fand ich tatsächlich sehr wichtig, erhaben darüber zu sein. Also er hat nie den erhobenen Zeigefinger, er stellt sich nicht über andere Autoren oder andere Menschen und er sagt dann eben auch so schön zum Thema, wie viel er liest. Also er schafft wohl tatsächlich 70 bis 80 Bücher im Jahr, was ich tatsächlich schon eine ganze Menge fand, im Sinne von, er schreibt ja auch noch Bücher, muss die überarbeiten und so weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist auch sein einziger Job. Wir alle haben nebenbei Arbeit, aber ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass er so viel liest. Man weiß natürlich nicht, wie das jetzt 20 Jahre später ist. Ich glaube, das Buch ist irgendwann Ende der 90er zumindest begonnen worden. Ich weiß gar nicht, wann es veröffentlicht wurde. Und er dann eben sagt, wenn man sich irgendwann die oberflächliche Lust
auf Fernsehen abgewöhnt hat, dann kommt man auch zu was. Und ich musste das so nicken, weil ich wirklich Fernsehen und Social Media ja wirklich für den Zeitfresser schlechthin halte. Und ich habe hier zwar einen Fernseher stehen, aber auf dem gucke ich tatsächlich meistens Netflix oder Filme. Ganz ab und an auch mal YouTube, aber ganz selten, dass ich ins echte Fernsehen reinschaue und ich mir so denke, ja, wenn man sich mal davon loslöst, jeden Sonntag den Tatort, jeden Abend um 19.45 Uhr die Serie und so weiter, dann hat man einfach Zeit für andere Dinge gewonnen und ich fand es toll, wie er das auch wieder so umschreiben konnte. Zudem liebt Stephen King Herr der Ringe und er liebt Tolkien und ach, das, ja, wenn er hier über Frodo und Sam berichtet und über tolkienische Werke, hau das hin. Ach, da geht natürlich mein Herz auf. Also, dass er wie ich hier für Mittelerde brennt, das ja, freut mich natürlich besonders sehr. Was ich tatsächlich auch sehr authentisch und toll fand, waren die vielen ja, Vergleiche, die er eben hergenommen hat in den Texten und dass er das nie von oben herab gemacht hat. Und das Schöne war halt, dass immer wieder hervorkam, ich halte mich aber auch eigentlich selbst gar nicht so an die Texte. Und ja, er nennt sich ja immer selbst Stevie in den Büchern und da habe ich dann auch oft gedacht, Mensch, Stevie, da hast du recht. Man muss manchmal auch ein bisschen rebellisch sein und gegen den Lektor sein. Ich glaube, auf den einzigen Menschen, den er wirklich hundertprozentig hört, das ist seine Frau. Und das ist auch ganz gut so, denn ihr haben wir ja so manches Buch auch zu verdanken, unter anderem ja Carrie, was sie aus dem Müll gefischt hat. Und wobei ich jetzt ja kein Carrie-Fan bin, aber es war toll. Also es war ein großartiges Buch, es war ein wahnsinniges Leseerlebnis und es hat auch besonderen Spaß gemacht, es mit meiner Freundin zusammenzulesen und uns auszutauschen. Und das Buch muss definitiv ins Regal und das hat mir auch großartig gefallen. Ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit seinen anderen Werken. Es ist schon eher eine Art Sachbuch, aber es ist wirklich richtig, richtig toll. Kann ich jedem empfehlen, der einfach ein bisschen mehr von Stephen King erfahren möchte, wer vielleicht auch einfach mal sehen möchte, wie er arbeitet, an welche Regeln er sich hält oder eben auch nicht. Und das fand ich richtig toll. Also ein Highlight-Buch, ein ganz toller Abschluss des King im April. Ja, da kann es mit den nächsten Kings in den nächsten Monaten auf jeden Fall dann auch so weitergehen. Und in meiner Urlaubswoche, ich hatte es in der letzten Bücherwoche ja schon angekündigt und auch den Schnipsel eigentlich drin gehabt, habe ich mir ja Fantastische Tierwesen 3 angesehen im Kino und ich werde euch jetzt einfach mal den Clip ja, von der Vorwoche sozusagen einblenden und ja, weil es wäre letzte Woche einfach nochmal 10, 12 Minuten länger geworden und da dachte ich mir, ha, das packen wir in die nächste Woche und das machen wir jetzt auch. Und jetzt kommen wir noch, ich versuche mich kurz zu fassen, zu Fantastische Tierwesen 3 haben wir uns im Kino angesehen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Kino auf Liegesitzen zu liegen, dann nutzt das. Wir haben das nämlich diesmal gemacht. Wir haben hier ganz tolle Plätze uns reserviert und es war wirklich großartig. Ich war, glaube ich, noch nie so bequem in einem Kino gesessen, gelegen. Klar, wenn man jetzt wenig Menschen im Kino ist, dann hat man sich auf den Plätzen auch schon mal ausgetauscht, hat die Schuhe ausgezogen, hat die Füße auf den Nebensitz gemacht, keine Frage. Aber hier einfach zu liegen, das war sehr bequem, kann ich sehr empfehlen. Und ich muss tatsächlich sagen, als kurzes Fazit, ich, wie gesagt, versuche mich nicht so lange darüber auszutauschen, ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht. Ich habe sehr viel kritische Stimmen zu dem Film schon im Voraus gehört, auch von Leuten, die ihn dann gesehen haben. Ich habe natürlich nicht so viele ja, Meinungen mir angesehen, weil ich ja wusste, ich gehe in den Film, aber so 2, 3 und die waren eben sehr gemischt. Und es ist kein Harry Potter. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Gedanken lösen, dass wir bei diesen Filmen ein Harry Potter-Gefühl bekommen und auch, was ich zu Beginn von Fantastische Tierwesen erwartet habe. Mit der ersten Geschichte hatte ich ja erwartet, wir lernen Newt Scamander kennen, wir gehen auf Reisen mit ihm, wir werden seine fantastischen Tierwesen kennenlernen. Das war ja schon im ersten Teil nicht so. Er hatte ja im Grunde schon seinen Koffer mit den fantastischen Tierwesen. Dann taten sich ja so die Wendungen auf, dass wir eigentlich die Geschichte von Grindelwald erzählen bekommen. Das ist ja der Urbösewicht vor Voldemort sozusagen, der ja irgendwie in den 30er, 40er Jahren unterwegs ist, dessen Namen wir ja auch schon gehört haben. Wenn man Harry Potter eben kennt, dann weiß man was von Grindelwald. Wir erfahren etwas vom jungen Grindelwald zu seiner Freundschaft von Dumbledore. Und das wird uns hier eigentlich dann präsentiert. Das hat sich dann nämlich im zweiten Teil abgezeichnet, dass es eben viel mehr um Grindelwald, um Dumbledore geht, um Geheimnisse, um ihre Freundschaft, um ihre Leben und auch ja, der dritte Teil hat jetzt ja nun, glaube ich, auch den Untertitel Dumbledores Geheimnisse. Und ja, es gibt 2, 3 Geheimnisse. Eins davon fand ich tatsächlich überraschend,
Andere, glaube ich, wenn man ein Potterhead ist, dann überrascht einen all das nicht, was man da manchmal so hört. Ich fand den dritten Teil wirklich gut. Ich fand, er hatte spannende Momente, sehr emotionale Momente. Ich weiß gar nicht, ab welchem Alter er freigegeben war. Er ging, glaube ich, 2 Stunden 20. Es gab sehr brutale Momente, insbesondere wenn es um die Tierwesen ging, wo ich wirklich mit Sturzflühbächen im Kino saß und dachte, Gott, mein 12-jähriges Ich hätte das nicht verkraftet. Das fand ich tatsächlich heftig. Das hatte ich auch in dieser Form überhaupt nicht erwartet. Und dann sind wir natürlich auch in der Zeit, auch in dem Schauplatz Deutschland unterwegs, in Ende 30, 40er Jahre, wo wir hier natürlich auch, es waren wahrscheinlich eher die 30er Jahre, der Zweite Weltkrieg hat noch nicht stattgefunden, wo man natürlich wieder sehr klischeebehaftet gezeigt bekommt, wie man uns Deutsche zu dieser Zeit irgendwie sieht. Und ja, ich möchte das überhaupt nicht gut reden, aber ich bin kein Freund von Klischees und das war manchmal schon sehr überzogen, wo ich dachte, naja, ganz so schwarz-weiß funktioniert die Welt eben nicht. Es gibt eben nicht nur gut und nicht nur böse. Ich meine, das hat ja Albus Dumbledore auch schon mal festgehalten, oder war es Sirius Black, dass es nicht nur gute Menschen gibt und Todesser. Also so in etwa könnte man, ja. Aber ich fand das atmosphärisch sehr gelungen. Ich mochte die, wo wir unterwegs waren. Wir waren auch mal in Hogwarts, wir waren an verschiedenen anderen Stellen, wir waren in Bhutan, das fand ich richtig toll gemacht. Ich werde nicht warm mit Jude Law als Albus Dumbledore. Ich mag Jude Law, ich habe ihn in verschiedensten Filmen gesehen. Ich finde, er ist für mich kein Albus Dumbledore. Gar nicht. Also, er macht das gut, aber die Connection fehlt. Ich mag Newt Scamander, Eddie Freeman. Der hat ja auch schon Stephen Hawking gespielt, finde ich großartig. Und ich hätte mir eben einfach gewünscht, dass wir fantastische Tierwesen bekommen, wo es um Newt geht, um vielleicht um seine Familie und einfach um die Tierwesen. Das ist für mich einfach ein ganz anderer Film, als wenn wir jetzt eben in diese Geschichte gehen von Grindelwald. Und ich bin halt auch nicht so der Fan von Vorgeschichten, wenn man weiß, wie es endet. Also das wird auch schwierig, finde ich tatsächlich, jetzt wenn es um die Targaryens geht, in der neuen Serie rund um Game of Thrones, weil wir ja natürlich wissen, aber hoffen wir mal, dass sie nicht so viel Bezug dazu nehmen. Natürlich auch bei der neuen Herr der Ringe Serie, wo man ja das erste Zeitalter oder das zweite Zeitalter erzählt, wo man ja auch weiß, wo führen diese Ringe irgendwann hin. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, das muss schon gut gemacht sein. Auch ich habe es nicht mit Namen, Mads Mikkelsen als Grindelwald. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein großer Johnny Depp-Fan. Aber ich hatte auch im zweiten Teil so meine Probleme mit Johnny Depp als Grindelwald. Vielleicht war er mir auch einfach zu alt, ich weiß es irgendwie nicht. Und jetzt kam Mads Mikkelsen. Aus den verschiedensten Gründen, über die wir, glaube ich, gar nicht sprechen und diskutieren müssen. Aber so richtig gepasst hat er für mich nicht. Also ich finde, der ist schon ein geborener Bösewicht, auch in den 2, 3 Filmen, wo ich ihn gesehen habe, auch letztes Jahr in Der Rausch. Ich fand ihn wirklich gut. Aber irgendwie hat er für mich persönlich nicht die Ausstrahlung, die so jemand braucht, um eben diese Massen an Menschen zu begeistern und in seinen Bann zu ziehen. Ich meine, klar, das versteht man, wenn man Voldemort bei Harry Potter sieht, auch nicht, aber man müsste sich ja dann eigentlich den jungen Tom Riddle anschauen, dann hatte der durchaus Potenzial, warum der eine Gefolgschaft hat, wobei ich das im wahren Leben auch nicht immer verstehe. Das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Auch den, ähnlich wie Jude Law, ich wurde mit beiden nicht so richtig warm, aber ich fand sehr viele Wendungen sehr gut. Ich fand gut, dass wir diese Slapsticks so ein bisschen weggelassen haben, beziehungsweise der Humor an manchen Stellen wirklich auch so meinen Nerv getroffen haben. Also es gibt so eine coole Szene, da sind sie in irgendeiner Höhle und dann wird mit irgendwelchen Krabben getanzt. Das fand ich großartig. Und es wird ein wunderschönes neues Tierwesen eingeführt, in das ich mich sehr verliebt habe. Und sollte es das irgendwann als Funko Pop geben, landet es auf jeden Fall da oben. Also alles in allem ein guter Film. Ich glaube auch ein Film, den ich, ich fand den ersten tatsächlich noch sehr gut. Der zweite war so gut und den würde ich so dazwischen einstufen. Ich glaube schon, ein Film, den ich mir auch einfach nochmal ansehen würde, was ich ja, glaube ich, beim zweiten Teil nicht gemacht habe. Glaube ich. Wobei, vielleicht auch einmal noch so, aber ja. Also ich fand ihn tatsächlich gut, aber es ist halt einfach kein Harry Potter. Man kann, ja, was soll ich sagen? Und abschließend
abschließen möchte ich jetzt die Bücherwoche dann mit der 5. Staffel von The Originals, welche ich beendet habe. Und ich muss wirklich sagen, und ich war ja letztes Jahr schon bei The Vampire Diaries wirklich erstaunt, mich hat diese Serie wirklich begeistert. Sie hat mich abgeholt, unterhalten, gefesselt. Sie war spannungsgeladen. Es gab gefühlt keine langweilige Folge oder auch kein langweiliger Erzählstrang. Ich fand alles toll über die Mickelsons Geschwister, angefangen von Elijah, den ich so ins Herz geschlossen habe. Was für ein Gentleman-Vampir und trotzdem an Brutalität und auch an Stolz und auch an Liebe zu seiner Familie nicht zu übertreffen. Wir haben Klaus als Charakter, den wir auch aus den Vampire Diaries kennen. Also das ist der Originals basiert oder kam ja dann im Nachgang von The Vampire Diaries. Das basiert ja auf einer Buchreihe, so lose. Ich glaube, da ist dann die Serie ihre Vorlage irgendwann davongelaufen und hat dann doch ihr eigenes Ding gemacht. Und wir haben die Urvampire, wo eben Elijah und Klaus dazugehören, eben bei Vampire Diaries schon kennengelernt. Und dann wurde eben diese Serie dazu erschaffen. Wir sind ja in New Orleans und treffen eben auch Klaus, der so der böse Urvampir ist, der vor nichts irgendwie Halt macht, und wir erleben hier aber doch manchmal auch seine andere Seite und auch Begründungen, warum er vielleicht so ist, wie er ist. Und das ist immer ganz gefährlich, wenn man die Bösen eigentlich versteht und mag und sympathisch findet. Und man ja dann durchaus auch mal an sich selbst zweifelt und denkt, darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Aber ja, zudem natürlich viele Nebencharaktere, egal ob noch Rebecca, die ich ja auch richtig, richtig toll fand als weiblichen Vampir, die mir super viel Spaß gemacht hat, die anderen Mickelson-Geschwister, die so nach und nach auch dazukommen, oder Marcellus, der im Grunde ja der König über New Orleans ist. Ach, ich hatte so viel Spaß und ich fand es auch ein tolles Ende, ein großartiges Ende, was dieser Serie absolut gerecht wurde. Und ich überlege, ob ich mit Legacies weitermache. Da werden ja die nächsten Generationen sozusagen jetzt erzählt, sowohl in Mystic Falls, was Vampire Diaries angeht, als eben auch so aus Originals tauchen da wohl auch immer mal Charaktere auf. Aber ich habe jetzt auch schon 3-4 Mal gehört, dass es wohl schon wieder dann sehr jugendlich ist, sehr teeniehaft ist, und ach, danach ist mir, glaube ich, nicht. Ich möchte, glaube ich, so düstere Vampire wie bei Anne Rice oder wie Dracula oder sowas möchte ich einfach haben. Und ich freue mich schon sehr auf das Vampirbuch von Jake Kristoff. Und wenn ihr irgendwie so düstere Vampirgeschichten gerne als Buch Tipps irgendwie habt, dann auch gerne mal in die Kommentare, oder auch Serien, wenn ihr da noch irgendwas empfehlen könnt, dann sehr gerne. Also richtig, richtig toll. Ich hatte im letzten Jahr nicht erwartet, dass mich Vampire Diaries begeistert. Ich hatte auch fast irgendwie nicht damit gerechnet, dass mich Originals so packt. Aber habe ich durchgesuchtet in 2 Monaten Prime, 5 Staffeln. Also natürlich war ich zwischendrin ja auch krank und hatte Urlaub und da ein bisschen mehr Zeit, sonst hätte ich vielleicht noch einen Monat dran gehangen. Aber fand ich richtig, richtig gut und hat mich sehr begeistert. Und das war es soweit. Das war die Bücherwoche mit Serien und allerhand Eichhörnchenbabys. Ja, super süß. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen. Und dann machen wir das gar nicht länger. Also das übertoppe ich ja die nächste Woche wieder. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.